Du brauchst keinen Schnurrbart, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn du eine Möglichkeit siehst, dann greif einfach zu. Ich wusste, dass ich nicht warten kann, bis ich 18 bin. Die Gelegenheiten hätten nicht auf mich gewartet. Um die Arbeitslosigkeit und die Armut zu bekämpfen, braucht so ein großes Land wie Indien immer mehr Unternehmer. Wir können nicht erwarten, dass die jetzigen Arbeitgeber das alleine schaffen. Was Indien angeht, sind wir zurzeit extrem optimistisch. Unsere neue Regierung zeigt nämlich sehr viel Initiative und ist sehr unternehmerfreundlich. Bill Gates hat mich sehr inspiriert. Wenn er sein Unternehmen auf einem Hinterhof starten kann, dann schaffe ich das doch auch in einem Internetcafé. Mein Name ist Suhas Gopinath. Ich bin der Chef von Globals Incorporated. Meine Firma habe ich mit 14 Jahren gegründet. Wir beschäftigen uns mit Big Data und Datenanalyse. Ich hatte ein kleines Tauschgeschäft mit dem Besitzer eines Internetshops gemacht. Ich war seine Pausenvertretung und konnte dafür umsonst ins Internet. Dort habe ich Webseiten für amerikanische Firmen gebaut. Wir konnten in Indien keine Firma gründen, weil ich zu jung war. Deswegen hatten wir ein virtuelles Büro in den USA. Ein wichtiges Feld meiner Firma ist Analyse-Software für Schulen. Sie hilft den Schulen, die Effektivität von Lehrern und Schülern zu messen und die Verwaltung zu managen. Managing the administrations of schools and colleges. Wir sind inzwischen ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Wir expandieren nicht nur in Indien, sondern auch nach Westeuropa und in die USA. Außerdem werden wir unsere Geschäfte nach Afrika und Südostasien ausweiten. Zurzeit haben wir 150 Angestellte. Indiens Jugend ist hungrig. Sie wartet ungeduldig auf ihre Chance. Das heißt, die Jugendlichen erwarten, dass es in ihrem Leben zu einem Durchbruch kommt. Geld für mich selbst auszugeben, für teure Autos oder ein Penthouse, das hat mich nie interessiert. Ich habe immer gedacht, spar dein Geld lieber und investiere es in andere Unternehmer oder Startups oder stecke es in soziale Projekte. Das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, von der hohen Arbeitslosigkeit in Indien wegzukommen. Ein versnobter Lebensstil, das hat mich nie interessiert.